Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, wir glauben, dass eine solche Debatte über Zuweisungen an Fraktionen, mehr Mittel für Mitarbeiter von Abgeordneten, zwei Dinge nicht verträgt. Nämlich an die Adresse der AfD Pauschalierungen und Schaum vor dem Mund und an die Adresse der Koalition, wir haben es gerade gehört, einen allzu verklärten Blick auf das, was man da selber eingebracht hat. Und ich möchte mal bemühen, was wir vor einigen Jahren gemeinsam hier im Abgeordnetenhaus in der Parlamentsreform, bei der Einrichtung von Wahlkreisbüros über Parteigrenzen hinweg auf den Weg gebracht haben. Da haben wir gesagt, es wäre sinnvoll, wenn die Abgeordneten vor Ort in ihren Wahlkreisen Büros eröffnen für noch mehr Bürgernähe, für noch mehr Ansprechbarkeit. Und diese müssen auch angemessen ausgestattet sein. Das war damals überparteilich, mehrfraktionell, fast alle Fraktionen haben mitgemacht. Es war eine bürgernahe Lösung, sie war ausgewogen. Und all dies ist, wenn man heute den Antrag der Koalition aus SPD, Grünen und Linken liest, in ihren jetzt vorgeschlagenen Änderungen eben nicht mehr der Fall. Sie sind weder ausgewogen, noch sind sie bürgernah und erst recht nicht haben sie sich die Mühe gemacht, die überparteilich im Konsens mit allen Fraktionen zu erarbeiten. Und deswegen, meine Damen, meine Herren, fehlt dem ordentlichen Griff in den Steuersack auch die notwendige politische Sensibilität. Zurück zu den Wahlkreisbüros. Die Koalition hat vorgeschlagen, mehr Mittel für das Personal von Abgeordneten zur Verfügung zu stellen. Ein Ansatz, dem die CDU durchaus nahe tritt. Aber, meine Damen und Herren, gleichzeitig die Anzahl von Mitarbeitern und damit die Öffnungszeiten von Büros zu begrenzen, zeigt eben auch, hier ging es nur um eine Zahl und nicht für eine echte Lösung. Wir haben mit unserem Änderungsantrag einen konstruktiven Weg beschrieben und fordern Sie auf, diesen auch mitzugehen. Und nun sagt die AfD, ohne Sie hätte es diese Debatte nicht gegeben und wir würden Jein sagen, das ist totaler Quatsch. Und Herr Pasterski, wären Sie im Hauptausschuss, dann hätten Sie es auch mitbekommen. Wir haben immer gesagt, wir verhalten uns erst nach Beratung in der Fraktion zu diesem Thema. Und wenn man dann liest beim Fraktionsgesetz, dass die Koalition sagt, ohne erkennbare Begründung, einfach als gegriffene Zahl, wir wollen nicht mehr 27.000 Euro pro Abgeordneter als Fraktionsgeld bekommen, sondern zukünftig pro Jahr 49.000 Euro. In Summe für alle Fraktionen mehrere Millionen Euro mehr Ausgaben. Nicht, weil es notwendig wäre, denn alle Fraktionen, die schon in diesem Hause waren, verfügen über ausreichend Rücklagen. Nicht, weil es notwendig ist, sondern weil die eine Fraktion sagt, wir haben vielleicht nicht ein ganz so tolles Wahlergebnis bekommen, fühlen uns aber immer noch als die Allergrößten und brauchen deswegen mehr. Und eine andere Fraktion keinen Oppositionszuschlag mehr hat und auf einmal diesen fehlenden Oppositionszuschlag refinanzieren muss. Deswegen werden dann die Pro-Kopf-Abgaben aus dem Landeshaushalt in die Fraktionen verändert. Das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg und deswegen sagt die CDU klar Nein zur Änderung des Fraktionsgesetzes. Die Finanzierung der Fraktion ist auskömmlich und kann so bleiben, wie es ist. Und deswegen ist es am Ende des Tages auch so, dass wir uns gefreut hätten, hätte Rot-Rot-Grün es geschafft und vermocht, gemeinsam mit allen Fraktionen nach einem vernünftigen, bürgernahen, überparteilichen Konsens zu suchen. Das war von Anfang an nicht so angelegt und von Anfang an nicht der Fall. Am Ende einer Diskussion sagen wir, im Landesabgeordnetengesetz haben Sie eine richtige Initiative, die wir mit unserem Änderungsantrag verbessern wollen. Beim Fraktionsgesetz haben Sie klar übers Ziel hinausgeschossen und sind nur daran interessiert, das eigene Portemonnaie der Fraktion aufzubessern. Da sagen wir klar Nein und sind klar positioniert als CDU-Fraktion. Herzlichen Dank.